Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dwarf Fortress. Leider hat sich mein Dwarf Fortress aus dem Lazy Noob Packs ein wenig zerschossen. Deswegen sieht es jetzt ein klein wenig anders aus als vorher, denn ich habe festgestellt, dass das angekündigte Lazy Noob Pack schon etwas länger nicht fortgesetzt wird, und zwar schon über ein Jahr. Das ist aber soweit kein Problem, dank der Riesen... Oh, Marlin hat ein Mandat. Nein, ein Bann. Schauen wir uns sofort an. Dank der Riesen-Community gibt es natürlich da schon was Neues. Ich benutze jetzt das Peridexis Erand Starter Pack. Das ist im Grunde das Lazy Noob Pack plus ein paar extra Sachen, zum Beispiel DF-Hack direkt drin und etlichen anderen Sachen. DF-Hack macht Sachen. Ich habe noch nicht alles rausgefunden, was sich verändert hat. Ich habe nochmal ganz kurz jetzt gerade reingeguckt. Hier unten sehen wir aber zum Beispiel schon mal die Glücklichkeit unserer Zwerge. 53 sind super drauf und das war meine Taskleiste. Und hier sind halt, sieht man halt, wie glücklich die sind. Solange, wenn hier irgendwas ist, müssen wir aufpassen. Dann gibt es eine verbesserte Maussteuerung. Nämlich das, was ich mir eigentlich gewünscht habe. Man kann mit der Maus jetzt hier drauf gehen und man sieht direkt, was es ist. Hier, da. Wardog, Solflor, da unten links. Rechts. Na. Hier ist zum Beispiel Voxana und hier rennt Kadol rum. Der Kulett. Und man kann die Sachen jetzt hier auch anklicken. Ich nehme ein Feld, wo mehrere stehen. Hier zum Beispiel sind zwei Zwerge drauf und ein Stockpile und Stoneflow. Und da kann man jetzt mit links durchklicken. Hier haben wir das Baby. Hier haben wir das, was wir sehen würden, wenn wir mit K drauf gehen. Hier sehen wir den Stockpile mit Einstellmöglichkeiten. Hier kann man wohl nichts anklicken. Und so kann man dann jetzt hier durchklicken. Alles anklicken, ganz gut. Und mit rechts kommt man wieder in das Menü zurück. Werden wir vielleicht nicht so oft nutzen, aber zum Zeigen ist es ganz gut. Da zum Beispiel ist ein Open Space mit einer Arbeiterbiene. Und wenn ich hier lange genug drücke, bekomme ich einen Hauler. Ist der vielleicht da unten drunter gerade? Oh, wir haben Miasma. Wir haben Miasma. Okay, Miasma hatte ich ja mal erwähnt. Das passiert, wenn Sachen verrotten. Das bedeutet wahrscheinlich, ich habe hier die Türen vergessen. Das hole ich mal ganz schnell nach. Das ist doch nicht ganz so gut funktioniert hier mit meinem Stockpile. Wundert mich jetzt, denn beim ersten Mal hat es echt traumhaft funktioniert. Aber vielleicht gibt sich das sofort noch. Eieiei, das ist natürlich schlecht. Unser Händler haut bald ab. Da müssen wir auch noch nachgucken. Ich glaube, gehandelt hatte ich noch nicht mit den Menschen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich schaue nochmal schnell rein. Ob wir da noch was finden. Glas könnte ich mal eben noch was mitnehmen. Jede Sorte. Clay brauchen wir nicht unbedingt. Sterling, Silber brauchen wir auch nicht. Wir wollen Silber und Stahl. Silber und Stahl. Kein Silber und Stahl zu sehen. War ich vielleicht doch schon hier? Wir können auch noch ein paar Tiere mitnehmen. Mal, brauchen wir eigentlich nicht. Wäre besser noch ein paar Barrel, Swamp Whiskey, Strawberry Wine. Klingt doch gut. Barrel hier. Da, eine Silber Crossbow. Das ist doch schon mal schön. Und gleich mal eben gucken, was Marlin verboten hat. Das ist nämlich irgendwas, was wir nicht exportieren dürfen. Das sollte ich vielleicht, hätte ich vielleicht besser eben vorher gucken sollen. Ah, egal, wir riskieren es. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da irgendwas bei ist, was wir jetzt hier abgeben wollen. Ich will auch gar nicht viel handeln. Ich schaue mal nur gerade eben. Die richtigen Handelspartner kommen dann in der nächsten Season. Nö, aber... So auf den ersten Blick... Sehe ich sonst nichts, was wir noch gebrauchen können. Vielleicht ein bisschen Leder und Clothes für Crafts. Dann nehmen wir einfach mal zwei Kisten mit. Und lass uns dann gut sein. Es kommen gleich zwar noch Rüstungen wahrscheinlich, aber das werden große Rüstungen sein. Die können wir natürlich nicht tragen als kleine Zwergis. Na, ich glaube aber... So richtig. Ah, Anvils. Eisen möchte ich aber gar nicht mehr. Stahl wäre halt schön. Ein bisschen Essen können wir vielleicht noch mitnehmen. Wobei, da haben wir eigentlich auch genug. Brauchen wir eigentlich gar nicht groß jetzt hier einkaufen. Fische. Nee, danke.
Da ist nochmal Eisen. Käse wäre vielleicht nochmal was. Der ist immer gleich. Bei allen Rassen. Schafskäse. Für einen Döner. Unbedingt. Crutch. Nehme ich mal zwei billige. Die billigen nehme ich mal mit. Ich weiß nicht, ob wir die schon gemacht haben oder ob wir die nicht brauchen, aber die können wir bestimmt nochmal benutzen. Und sonst haben die nicht besonders viel. Ich verkaufe da die ganzen Rummelsachen hier. Und ein bisschen was an Crafts. Gönnen wir den kleinen Profit. Nicht zu viel. Wir wollen ja auch nicht schleimen. Ob wir das so hinkriegen, ist nicht ganz 100%. Mal gucken, wie gut Marlin schon trainiert hat. Ja. Er ist pleased. Gefällt ihm also. Ist jetzt nicht das Beste, aber ist auf jeden Fall okay. So, dann schauen wir mal. Marlin, was möchtest du denn? Warum ist hier schon wieder ein Captain der Wache? Na, egal. Marlin, Mandat. Export, keine Handschuhe. Ja, kein Problem. Wir exportieren jetzt keine Handschuhe mehr. So, dann war das nächste Problem das Miasma. Und wir haben ein Mädchen bekommen. So, die Türen stehen, jetzt bleibt es da drin. Ist anscheinend nur ein kleines Aufkommen hier. Wundert mich aber doch. Von M. Noobs Rottenhead. Müsste eigentlich trotzdem nach oben ziehen. Und ansonsten da drin bleiben. Ja, da drin bleibt's. Und nach oben ist es nicht so tragisch. Jetzt hat es auch aufgehört. Ob das schon schlecht war, bevor das... Ah ne, da kommt es wieder. Ja, da müssen wir vielleicht doch noch ein bisschen channeln. Tja, dann grämen wir uns nicht zu viel, sondern channeln einfach. Von hier nach ganz nach unten. Dann nehme ich einfach die Ecken hier raus. Weil mich das echt wundert. Letztes Mal hat es funktioniert. Vielleicht hatte ich aber auch nur Glück. Kann natürlich sein. War ein bisschen vage, das Experiment. Weil es wird ja unten auch angezeigt. Aber egal. Macht ja nichts. Hier brauchen wir halt ein paar mehr Gitter. Wir müssen das jetzt ja auch nicht so alles auf einmal machen. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, einen zu tief geschändet. Ich hoffe, hier ist kein Channel-Befehl. Ich gehe lieber nochmal mit X drüber. Und mache den Rest dann nachher. So, wie sieht es sonst aus? Da hortet sich das Essen. Ich glaube, das Grafikpack sieht auch ein bisschen anders aus, oder? Ich hatte auch wieder einiges an Auswahl jetzt hier. Also sind einige mehr bei diesem Pack. Ich verlinke es mal unten, wo ich sonst das Lazy Noob Pack hatte. Da kommt jetzt dieses hier rein. Ist ansonsten ganz gut. Ist auch SoundSense mit dabei. Das können wir uns auch mal in einer Episode anschauen. SoundSense ist halt, dann bekommt man ja mehr Soundfeedback in dem Spiel hier. Je nachdem, wenn irgendwas passiert, kommt halt ein bestimmter Ton. Traurige Musik, wenn jemand stirbt oder ihr könnt es euch vorstellen. So, Türen brauchen wir hier noch ganz viele. Ich glaube, so viel habe ich gar nicht gemacht, aber egal, wir setzen mal so viel, wie es geht. Und dann sind unsere Schlafräume auch bald soweit. Die Sachen, die ich mir immer offscreen vornehme und dann jedes Mal vergesse vor der Aufnahme. Ich sollte das vielleicht mal einfach nach der Aufnahme machen. Oder gleich in der Pause, heute nehme ich zwei Folgen auf. So, zählen die jetzt schon? Können wir eigentlich hier schön mit der Maus da drauf. Ja. Geh doch Enter. Zählt das jetzt? Nee. Mit rechts vielleicht? Ich teste mal gerade eben. Nee, leider nicht. Da brauchen wir Enter. Aha. Aber doof. Da muss ich ja die Hand bewegen. So furchtbar. Das wird immer anstrengender, das Spiel. Immer anstrengender. Einfach ungefragt die Hand bewegen müssen.
Aber okay, Urlaub ist vorbei. Heute wird ein bisschen gearbeitet. Von dem Fingerspreizen. Ist bestimmt gut für die Gelenke. Aber hier auch noch nicht. Doch, Moment. Da schlafen noch Leute drin. Ja. Alles klar, die sind soweit. Ein paar mehr Zimmer fertig, schön. Ja, Shooting Range wäre noch eine Sache. Die Händler sind aufgebrochen. Ich beobachte das mal ganz kurz. Aber ja, das passt ja. Die sind ja auch reingekommen ohne Probleme. Schauen wir mal eben in die Liste. Traction Bench. Sind noch immer nicht gemacht. Was machen unsere Mechatroniker, hätte ich jetzt fast gesagt. Unsere Mechaniker denn da? Türen sind noch in Auftrag, Kohle ist in Auftrag und Statuen. Keine Crafts. Jetzt können wir ja. Crafts. Einmal Rock. Da brauchen wir 20. Ja, da können wir ruhig 30 machen. So, jetzt machen wir auch noch Leder. Und Close Craft. Close Craft mache ich einfach mal 20 jetzt. Da werde ich gleich aber den Stoff, den wir herstellen, verbieten. Den wollen wir für andere Sachen benutzen. Genauso das Leder. Wo haben wir es denn? Ich sehe es gerade nicht. Bone können wir auch noch ein paar machen eigentlich. Knochen haben wir auch zu viele. Machen wir mal 20 Stück. Wobei da jetzt natürlich auch Bolzen nützlich wären. Sollen wir mit dem Rest mal machen? So, Leder. Leder, Leder, Leder. Triple Pewter, was ist das denn? Lay Pewter. Billion. Sterling Silber. Ach, da ist es ja. 20. So, jetzt gehe ich direkt hier in unseren Stockpile. Und da habe ich, glaube ich, gelesen, dass es da jetzt auch eine Änderung gibt. Tap to enable search. Ja. Wir können uns jetzt hier die genauen Sachen angucken. Und jetzt mit S suchen. Ist das nicht Hammer? Jetzt kann ich eingeben Doc. Und ich kriege hier nichts. Okay, wie geht's genau? Leather. Ei, was ist das? Enhanced View. Okay. Grouping. Ah, hier kann man das so ein bisschen zusammenrechnen. Okay, da muss ich mich, glaube ich, mal... Ah, schön. Ich weiß nicht, warum das hier getrennt ist. Kann man das jetzt gruppieren mit Tab? Dockleder. Ne, jetzt sind die einzelnen jetzt. Gut. Da sieht man auch genau, wo das ist und wie das so gecraftet ist. Das ist ja Hammer. Also das ist ja echt praktisch hier. Finde ich gerade so mal eben. Gut, das wollte ich verbieten. F, kann ich das hier verbieten? Nee. Hatte ich schon was verboten? Achso, drei Stück hatte ich mal verboten. Shift F, Forbid. So, alles verboten. Und Clothes machen wir aus Pigtails. Pigtail Close da oben. Haben wir ein bisschen. Da haben wir sogar verschiedene Qualitäten. Ist uns aber egal. Ich mache verbiete einfach alle. So, damit haben wir das schon mal gemacht. Ja, wie viel hätten wir denn davon noch? Genau. Ja. Das gucken wir gleich. Ich lasse dann jetzt die Crafts durchlaufen. Wenn die durch sind, dann fangen wir wieder mit der Kleidungsproduktion an. Das bringt mich dazu. Oh, die Felder sind auch voll bestellt. Ich schaue noch mal ganz kurz in die Küche. Da ist noch jede Menge Krams zu holen. Und zu verkochen vor allen Dingen. Aber das haben wir ja schon angesetzt. Da müssen wir mal eben hier. Dwarven Room. Die Getränke möchte ich natürlich nicht verkochen. Der Käse kann ruhig verkocht werden. Tallow weiß ich nicht. Das ist halt. Echt so ein Notfallessen eigentlich. Das kann man besser... Ein bisschen lasse ich mal drin, so für die Abwechslung. Und die Eier wollte ich ja eigentlich auch züchten. Ne? Tun wir mal die züchten. Die verkoche ich nicht mehr.
So, was mich eigentlich interessiert, Pigtails. Haben wir 46 Stück. Da machen wir gar nichts mit. Da verbrauche ich, glaube ich, auch mal eben ein paar. Und Seeds haben wir 160, perfekt. Das heißt, wir können... Oh, ich habe, glaube ich, da ein kleines Malheur angefangen. Die Höhle ist eingestürzt. Echt jetzt? Oder ist das einfach die Meldung? Kommt jetzt die Meldung, weil hier was ist? Oder stürzt da gerade wirklich was ein? Oh Gott, da stürzt wirklich was ein. Okay. Das funktioniert also so nicht. Eieiei. Cool. Clay, ja. Ja, wir haben ja ein Loch. Gut, das Problem bleibt also. Damit, ja, was heißt bleibt also? Es löst sich jetzt quasi automatisch hier mit dem, genügend Luft da reinlassen. Ich hoffe, das kostet uns keinen Zwerg. Ich werde das sicherheitshalber hier mal... Ach, ich kann das nicht abbrechen. Weil da gerade zwei Zwerge rumrennen. Mittendrin. Der ist noch oben. Der kann es noch sein lassen. Ja, der Rest muss man eben warten. Oh, genau. Ich muss mal eben die Tür, die machen wir eben unten zu. Ah, die rennen da alle rein. Okay. Keine Panik. Wir machen einen Alarm. Und zwar... in den inneren Bunker. Da ist jetzt ein... Genau. Da bitte alle Zwerge jetzt hin. Ich glaube, es ist nicht... Ey, was machst du da? Ja. Das ist okay, dass du da nicht rein kannst. Was macht er denn da? Warum geht er da nicht weg? Kann er da nicht mehr weg? Warum gehen die nicht hier? Der Stockpile ist, glaube ich, total aufgelöst, oder? Sieht man den jetzt nicht mehr, weil da Müll drauf ist. So, kommt, jetzt geht doch da raus. Aber hier ist nicht viel eingestürzt. Ich glaube, es ist vertretbar. Ah, hier sieht man ganz gut, was fehlt. Die Zwischenräume stürzen mit ein. Ist eigentlich gar nicht so wild. Da kommt das mir erstmal raus. Das ist gut. Ich frage mich gerade nur, warum die da rumstehen jetzt. Ja, egal. Der Einbruch ist vorbei. Wir können den, Alarm wieder aufheben. Vielleicht gehen sie jetzt. Ja, jetzt gehen sie. Muss ich mal eben überprüfen. Ah, das gehört mit zum inneren Bunker hier. Warum? Das sollte doch eigentlich... Ach, das habe ich zufällig mitgezogen. Das bleibt also erhalten. Alles klar, das müssen wir ändern. Wobei es eigentlich nicht so tragisch ist, außer wir reißen die Höhle ein. Aber sowas passiert. Ich werde es trotzdem jetzt mal eben ändern. Mit R currently raising. Denn ich glaube, ich mache das weiter. Ich werde es riskieren, die restlichen Sachen auch noch. Ah, der Stockpile ist weg. Wo bringen sie das Zeug hin? Ach, die holen gerade die Knochen ab und lagern die da oben, oder wie? Ich kontrolliere das mal eben, was wir hier lagern. Aber nur die vernünftigen Sachen. Gut, 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 gut. So, gehen wir nochmal hier oben hin. Ich denke, ich werde die Befehle beibehalten. Denn, ehrlich gesagt, der Zwischenraum ist mir egal.
Wobei wir hier natürlich jetzt auch nichts pflanzen können. Das ist ein bisschen doof. Also Pflanzen bauen. Außer vielleicht ein Flor. Aber ein Flor lässt kein Licht durch. Hier könnte man Gitter hinsetzen und hier, aber hier halt nicht. Egal. Ich ziehe das jetzt durch und kümmere mich nachher um die Fehlerbeseitigung. Ups. DH. Da ist sowieso schon angefangen. Wo sind die Zwerge denn hin? Sind die nur nach oben rausgekommen? Na, wahrscheinlich. So, aber wenn wir das jetzt machen, mache ich... Ach, ich kann die Tür nicht abschließen. Ja gut, dann müssen wir mal eben... Ah, ich habe eine andere Idee. Ich verbiete die Sachen hier mal eben drin. So, mit D. Q war es, glaube ich. Ne, DB. F. Verbieten wir einmal kurz alles, was hier drin ist, damit das jetzt nicht rumgetragen wird, solange wir da jetzt buddeln. Dann müsste da eigentlich keiner reinkommen, außer die Buller selbst. Und denen passiert eigentlich nichts. Hoffe ich. Oh doch, ich sehe gerade. Vexare! Nein! Hä? Ich dachte, ich hätte da was gesehen. Ich gehe mal eben nach oben. Nö. Okay, ich dachte schon, ich hätte Vexare tot gesehen. Aber wo ist er denn? Thomas Nick Konrad. Ich muss hier unbedingt mal mehr Namen reinschreiben. Meiner sind ganz oben, glaube ich. Er ist nicht mehr dabei. Ja, wir haben unseren ersten toten Bekannten. Trauern wir um Vexare, der bei einem Höhleneinsturz wahrscheinlich ums Leben gekommen ist. Aber wo? Ah, Vexare, Puzzling Migro, Zwergenblut. Ach, dumme Gesetze der Statik. Wer hat denn sowas sich erfunden? Liegt der denn schon in der Gruft? Ah, ich sehe... Sah da gerade noch was. Ach hier, ja, das ist ja auch gut. Habe ich letztes Mal gar nicht mehr gezeigt. Ich hatte hier alles voller Treppen gebaut. War sehr lustig, als ich das nachher gesehen habe. Ich dachte eigentlich, jetzt heimlich weggemacht. Da liegt er, Vexare. Eine Gedenksekunde. So. Jetzt machen wir Treppen weg. Ist wahrscheinlich nicht mehr abgespeichert. Die Treppen waren ganz unten. Ist auch gar nicht so schlimm eigentlich. Ist ja total wurscht, ob da Treppen sind oder nicht. Ah, nein, ich hatte sie nicht weggemacht. Ich habe die Treppen geändert anscheinend. Es waren natürlich alles Xe hier. Nach beiden Richtungen. Brauchen wir aber nicht. Wir wollen nur nach unten. Nein, Z removes die ersten Ramps. Die brauchen wir hier nun wirklich nicht so viel. Da geht das gar nicht mehr. Kann man das nicht mehr machen? Ja, dann haben wir eine sehr, sehr große Fläche. Macht nichts. Wir bauen einfach eine Mauer. Lalala. Ach nö, das ist jetzt ja so kompliziert. Ein Floor zu bauen. So. So, noch eine Sache, die ganz gut ist. Ich nehme hier jetzt aber Quarz am besten, wenn wir so viel haben. 37 reißt nicht. Dann nehmen wir Limestone und buddeln uns gleich noch ein paar Steine aus. Ja, eine schöne Sache ist, dass ich jetzt nicht jedes Mal ewig suchen muss. Auch dank diesem DF-Hack. Um das richtige Material zu finden. Denn er bleibt jetzt einfach auf Limestone. Jedes Mal, wenn ich einen Flur setze, dann ist er automatisch wieder bei Limestone. Achso, mit Shift sollte man aber trotzdem drücken, sonst dauert es länger. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm, 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 dumm. Kann man Treppen da unten gar nicht so abreißen, das wusste ich auch noch nicht. Aber ich reiß Treppen auch so selten ab in dem Spiel. Naja, kann ich direkt mal zeigen, wie man sowas flickt. Stopp. Was ist das jetzt?
Warum denn upstairs? Ich habe mich verdrückt. Ja gut, dann machen wir gleich weg. Interessant. Mit den Höhleneinschluss. Hatte ich auch noch nicht. Aber so waghalsig habe ich bisher auch noch nicht gebuddelt. Aber wie gesagt, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Ich meine, ich wollte da sowieso. Es stört mich jetzt halt nur, dass ich da noch nicht so... mir noch nicht so schlüssig bin, wie ich... Boah, jetzt viel Flur im Auftrag. Wie ich das dicht kriege da oben. Vor Flieger vor allen Dingen. Da kann jetzt ja jeder Flieger, kann da jetzt erstmal... ja, frei rein. So, und die Steine besorgen uns einfach hier. Diesmal aber mit meinen und nicht mit Mach bitte Treppe. Achso. Natürlich von... nee, so nicht so. Ich noch eine? Nee, hatte ich nicht. Okay. Soweit, so gut. Statuen bauen wir gerade. Eisen haben wir ganz schön verbraucht. Wird, glaube ich, wieder Zeit, dass wir ein bisschen schmelzen. Haben wir noch Objekt zum Schmelzen? Ich gebe hier mal so den Befehl so ein bisschen. Da kann ich vielleicht besser mit Repeat machen. Und dann gehen wir sofort mal eben durch die Liste durch mit Search. Und ansonsten schmelzen wir davon noch was. Und ich glaube, in den Limonit war Silber mit drin. Ne? Wäre schon mal schön, wenn wir die Silberhämmer zusammenkriegen. So, was mich auch auf die Idee bringt, noch ein paar Bolzen zu machen. Bolt. Und zwar aus Knochen. 30 Stück. Das sind, glaube ich, mehr. Also pro Bolzen, der macht, kriegt man, glaube ich, nicht nur einen raus, sondern ein paar mehr. Weiß ich aber gerade nicht, aber wir sehen ja nachher, wie viel wir haben. Können wir mal, können wir eigentlich mal so zum Lernen mal einmal nachgucken. So, E-Enhanced View, S-Search, Bolt. Nicht S-Bolt, sondern nur Bolt. So, wir haben 0 Knochenbolzen im Moment. Wir haben 30 in Auftrag gegeben. Schauen wir mal, wie viele da nachher rauskommen. Ja, die View brauche ich trotzdem nochmal, denn ich wollte noch was anderes nachschauen. Und zwar nach Silber. So, die Crossbows können wir eigentlich lassen. Und das ist Leder. Okay. Ich weiß nicht, ob Crossbow, damit haut man auch zu. Wäre vielleicht Silber gar nicht so das Schlechteste. Aber wir haben noch einige Barren, da können wir also noch was mitmachen. So, das nächste interessante ist Stahl. Haben wir da noch irgendwas, was wir schmelzen können? Die Battle Axe. Kappe nicht, die Crossbow. Haben wir 4? Können wir eine eigentlich? Ja, ich warte nochmal ab. Wir haben 5 Leute, 6 Crossbows. Ja, ist vielleicht nicht schlecht, wenn wir da noch... können wir eine Pick, die können wir einschmelzen. So, da haben wir ein bisschen was zum Schmelzen. Nicht ganz so viel, aber immerhin. Ja, Vexare, schade. Ich werde mir direkt mal einen zweiten rausgucken. Und zwar nehmen wir dieselbe Farbe. Der Sazizonast. Du bekommst einen neuen Spitznamen in Gedenken an unseren ersten, namentlich toten Helden. Du bist jetzt Vexare, der Zweite. Immer schön die Nummer dahinter schreiben, damit wir nachher dem 16. sagen können, ey, du bist der 16. Ich sollte das vielleicht doch lassen. Ich sehe hier gerade, da sind 2 bewusstlos. Und ich glaube, die Anna ist auch bewusstlos. Oh, da ist Anna. Da ist unser Zwerg. Unser Schumbock. Nein! Und? Wunden? Nur bewusstlos, Oberkörper schwer verletzt. Ein paar leicht mittelstarke Verletzungen an Beinen. Und Anna? Nur den Unterkörper ein wenig verletzt. Okay, sie haben es überlebt. Aber es ist mir doch zu heiß jetzt. Das ist mir jetzt doch zu heiß. Wie könnte man das denn? Da würde ich, glaube ich, am besten, sage ich da. Ja, ich habe schon eine Idee. Dann machen wir das einfach nacheinander weg. Dann buddel ich einfach das ganze Loch jetzt frei da oben. Machen wir das Spalte für Spalte. Und dann geht das auch.
Ob wir das jetzt so einstürzen lassen oder so, ist ja eigentlich im Grunde. Können wir es besser direkt ordentlich machen, bevor hier noch einer stirbt. So, jetzt müsste erstmal einer, Schumbog ist wieder aufgewacht, geht sich hoffentlich erstmal verbinden. Das Meersmal bleibt da ja auch erstmal drin und Stockpile haben wir da eh gerade keinen. Und da liegen jetzt auch neue Steine, so kriegen wir dann auch ein paar Steine. Ich warte mal eben, bis das Meersmal sich verzogen hat. Oder liegt das vielleicht daran, dass der eine Korps hier einfach hier so rumliegt? Ah ne, der ist ja bestimmt hingedrückt worden. Ja, da kümmern wir uns dann nächste Folge drum, würde ich sagen. Für diese Folge verabschiede ich mich mal. Geht schon etwas länger, war aber ganz lustig. Bis zum nächsten Mal, euer Schumbock.